Julia Ulbricht, die deutsche Jahresbeste, die Rostockerin, die bei der U20-WM in Tampere dabei war, mit Schulterbeschwerden. Kann sie jetzt nochmal nachlegen? Gibt das einen Wurf über 50? Jawohl! Also, da wurde sie doch von Elisabeth Hafenrichter und von Leonie Tröger mit in den letzten Versuchen nochmal überholt. Und das lässt sie völlig kalt und sie kann das kontern. Julia Ulbricht, 51-63. Damit bleibt sie nur knapp unter ihrer deutschen Jahresbestleistung, die Rostockerin. Und sie holt sich die Glückwünsche ab und es ist die nächste deutsche Jugendmeisterin und die nächste Siegerin vom ersten LAV Rostock Heimsieg.